vom ersten Tage an, wo wir hier waren, da haben wir uns ja damals zusammengetan, die Vertriebenen, weil hier kannten sie niemanden. Und wir wollten doch von der Heimat sprechen und dies und das, was einem. Und da haben wir uns zusammengetan schon. Da war ich schon immer dabei. Ja, und dann, wo der BDV gegründet war, war erst vorher war ein anderer, hieß anders irgendwie. War aber auch schon gesammelt, hatten sie die Vertriebenen alle. Ja, und dann wurde hier der BDV Niederlass für Puderbach aufgemacht, weil wir hier wenig waren und Niederlass, ja, da waren aber mehr wie wir. Ja, nach Puderbach in das kleine Dorf hier, da sind 84 Vertriebene gekommen. Das war viel für die, die aufzunehmen, ne? Ja, und dann war der BDV. Ja, da bin ich natürlich, war ich tätig. Ich war auch in Siegen dann in der, da war extra so ein Verband vom Kreis aus, wo jeden Monat oder alle Vierteljahre eine Versammlung war im Kreishaus. Von jedem Verband war einer drin, da war ich auch bei. Musste halt natürlich immer mit dem Zug fahren oder mit dem Bus. Eine Stunde hat es gedauert, da waren wir in Siegen. Siegen, die haben die auch immer unterstützt, richtig, ne? Also Bürgermeister und was war, haben wir denn dann noch? Landrat, und das war natürlich alles da und machte alles mit. Dann hatten wir immer einen Redner von Berlin oder von Bonn oder irgendwo, der kam. Und dann hatten wir die Trachtengruppe, die war von Hilchenbach, die kam. Und sehen Sie ja auch hier. Und alle Fahnen waren da. Also das war schon eine tolle Sache immer und eine gute Sache vor allen Dingen. Der Wolfgang Exner, der in Siegen wohnt, ich weiß nicht, wo er erst gewohnt hat. Wir haben dann den Truppbach eben gebaut, ne? Aber der hat das dann angezettelt, dass wir drüben fuhren, dass wir nach Hause fuhren. Und zwar im Kreis Waldenburg waren ja viele Gruben. Und die Grubenleute, die durften nicht raus, sonst wären denen nämlich, den Polen nämlich die Gruben eingestürzt. Also haben sie die festgehalten. Jetzt waren die paar Deutschen noch auf Deutsch gesagt drüben. Und zu denen fuhren wir immer. Die hatten auch eine Art Verband gegründet und trafen sich immer regelmäßig. Und ja, zu denen sind wir dann gefahren. Die hatten dann für uns mitgekocht. Und wir haben gesammelt, die Siegener Vertriebenen in Siegen und ich hier im Wittgensteiner, Geld gesammelt. Und für das Geld haben wir Päckchen gepackt, was man so Weihnachten macht. Kaffee, was die überhaupt nicht kriegten, Schokolade und was weiß ich, alles Mögliche, nicht? Und auch sonst noch Klamotten mitgenommen und. Da waren die natürlich heidenfroh, wenn wir immer kamen. Ja, da haben sie sich schon immer gefreut. Ja, oh, jetzt kommen die Siegerländer, haben sie immer gesagt, ne?